Hallo, guten Morgen zusammen. Heute mal ein Video vom Balkon. Ist ja schönes Wetter. Ja, das könnte heute auch ein bisschen länger werden, denn ich möchte einfach mal ein paar Takte zur Antifa sagen. Weil ich ja wirklich in meinem Leben genug mit denen zu tun hatte und euch einfach mal ein bisschen aus den Erfahrungen von jemandem, der eigentlich immer linkspolitisch aktiv war, aber immer einen Bogen um die Antifa gemacht hat, schon, ja, erkläre ich euch gleich warum, ne? Kann ich mal aus diesen Erfahrungen berichten, wie gefährlich das Ganze ist und warum ich auch persönlich schwer dafür bin, dass die langsam auf die Liste der terroristischen Vereinigungen kommen. Und weil das geht so nicht weiter, was hier gerade auch international passiert. Ja, die Antifa, ne? Man kann nicht so genau festmachen. Es gibt da ja keine klaren Organisationsstrukturen. Es bilden sich die ganze Zeit alle möglichen Untergruppierungen von irgendwelchen neuen Antifa-Leuten, die da meinen, sie müssten jetzt auf einmal die Welt vom Faschismus oder von sonst irgendwas befreien. Aber wenn man sich das mal so anguckt, was die machen und wie die sich verhalten, dann geht es da überhaupt nicht darum, gegen Rassismus oder Faschismus zu kämpfen. Diesen Feind, den gibt es ja auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich, ne? Also, wir haben kein akutes Nazi-Problem in Deutschland. So. Das ist in Amerika mit der White Power-Bewegung oder so, ist das viel schlimmer. Aber zum Beispiel hier in Deutschland müssen die ja mittlerweile schon selber sich Nazis basteln. Da haben wir folgendes Problem. Ne? Also, ich habe ja lange in linken oder, sag ich mal, sozialistischen Kommunen gelebt, über 2 Jahrzehnte am Stück. In verschiedenen Kommunen gelebt und verschiedenen Lebensgemeinschaften. Und auch diverse größere Hausbesetzungen mitgemacht, die auch teilweise länger gedauert haben. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die Besetzung des Barmer Viertels in Köln-Deutz, was wir damals mit der sozialistischen Selbsthilfe Mülheim gemacht haben. 3,5 Monate haben wir da 162 Wohnungen gehalten, die in so einem Karree angeordnet waren. Und das ging auch eigentlich alles relativ gut bis zu dem Zeitpunkt, wo auf einmal die Antifa auftauchte und da ein autonomes Zentrum eröffnete. Und ab dann ging es los. Wir hatten jeden Abend Gewalt in unserem besetzten Ding, weil die sich eigentlich mit jedem angelegt haben. Die haben sich mit den Punks angelegt, die haben sich mit den Oiskins angelegt, die da rumrannten, die haben sich mit jedem angelegt. Die haben sich mit der Polizei angelegt, mit der wir vorher ein gutes Verhältnis hatten. Ne, das war so ein, sag ich mal, Verhältnis auf Augenhöhe, ne, so wie man das bei Hausbesetzungen macht. Da redet man mit der Polizei und die Polizei ist eigentlich überhaupt nicht dein Feind, weil wenn du dich mit der Polizei anlegst, verlierst du auf lange Sicht, weil die einfach mehr Material und Ressourcen hat. Also musst du gucken, dass du die irgendwie austaktierst und austrickst. Aber Antifa, dafür waren die eigentlich schon immer zu blöde, ja. Das haben sie nie geschafft so. Und diese Hausbesetzung, die echt wichtig lokalpolitisch damals war, die ist dann gescheitert, weil die Häuser total runtergerockt wurden. Es wurde in Badewannen geschissen und sonst irgendwas. Und es gab dann halt jeden Abend Gewalt. Und die Gewalt, die ging von der Antifa immer aus oder von den Autonomen. Das kann man eigentlich nicht so wirklich trennen. Und das ist letzten Endes das Muster, was ich dabei mittlerweile die letzten Jahre erkannt habe. Zum Beispiel das autonome Zentrum in Köln. Da war ich einer von denjenigen, der da auch mit dran beteiligt war, dass es da das Neue gab. Ich habe da auch mitgeholfen, das unterstützt. Und irgendwann gab es dann, und auf einmal hatte ich, und mittlerweile habe ich da Hausverbot, weil ich mich geweigert habe, meinen Palästinenser-Schal, den ich seitdem ich 16 bin, trage, weil das war in der Punk-Szene einfach so, alle hatten Palis, ne? Mittlerweile darf man das nicht mehr tragen, weil die Antifa daraus auf einmal ein Symbol des Rassismus oder nee, des Antisemitismus gemacht hat, ne? Und das ist es nämlich, weißt du? Ne? Es werden einfach, wenn man keine Nazis findet, die man jagen kann. Was macht man dann? Man macht sich welche. Das heißt, man macht alle Menschen, die nicht deiner Meinung sind, sind dann auf einmal alles Nazis oder zumindest Antisemiten. Und dann wählt man diese Begriffe so schwammig, dass man da eigentlich jeden reinpacken kann. Das Gefährliche ist, das ist eine alberne Rhetorik, die kann man eigentlich nicht ernst nehmen. Das Gefährliche ist nur, dass die mittlerweile von den Medien angenommen wurde, diese Rhetorik. Das habt ihr zum Beispiel sehr gut jetzt bei den Demonstrationen gegen Corona gesehen. Auf einmal waren das alles antisemitische Verschwörungstheoretiker-Aluhüte, die ja draußen auf der Straße rumrannten, was definitiv nicht gestimmt hat, ja. Ich war damals in Frankfurt bei den Mahnwachen für den Frieden aktiv, ja. Da gab es ja immer irgendwie von
von Anfang an in den Medien so berichtet, das wären auch alles antisemitische Querfrontaktionen. Also ich kann ja nur von den Mahnwachen sprechen, die ich gemacht habe, hauptsächlich in Frankfurt. Und da war nichts, im Gegenteil. Da hat man versucht, irgendeine NPD-Funktionärin, hat man versucht, da aufzulaufen. Die wurde ausgebuht und ist ganz schnell wieder nach Hause gegangen. Nichtsdestotrotz stand eine Woche später die Antifa bei uns und hat angefangen, unsere Mitglieder körperlich zu attackieren. Die haben sich die Leute einzeln geschnappt und sind mit großen Gruppen auf die drauf. Das ist nämlich immer so ein bisschen so das Motto von denen. Das sind in der Regel kleine, feige Kinder, die niemals allein auftreten, die eigentlich immer in Gruppen auftreten, die immer vermummt auftreten und deren Strategie ist es, irgendwie aus dem Hinterrücks hinterhältig dich anzugreifen, am liebsten dir von hinten einen Knüppel um den Kopf zu ziehen und dann schnell wegzurennen und sich dann als große Helden aufzuspielen. Das ist das, was letzten Endes dahinter steckt. Da ist überhaupt gar keine klare politische Ideologie hinter. Es geht da überhaupt nicht darum, irgendetwas aufzubauen, sondern es geht einfach nur darum, alles kaputt zu machen, was denen nicht in den Kram passt. Und das Schlimme ist, denen passt gar nichts in den Kram. Wir sehen das doch zum Beispiel an Kreuzberg. Kreuzberg, das ist der linkeste Stadtteil in ganz Berlin. Da kann man eigentlich sagen, da haben viele linke Leute gute politische Arbeit geleistet, dass wir da einen sehr lebendigen, freien Stadtteil haben, in dem die Menschen sich kreativ entfalten können und in dem gerade linkspolitisch man eigentlich so ziemlich machen kann, was man will, solange man es nicht übertreibt. Aber nein, die Antifa hat jetzt letztens auch Kreuzberg in Schutt und Asche gelegt, wegen George Floyd angeblich. Ihre eigene Hood legen die in Schutt und Asche. So weit ist es schon gekommen. Und dann richtet sich deren Gewalt ja auch noch gegen ausländische Läden. Dönerläden werden kaputt gemacht oder so. Da ist überhaupt gar keine Struktur hinter. Da ist überhaupt gar kein Sinn hinter. Das sind nur kleine, frustrierte Leute, Kinder, die höchstwahrscheinlich eine schlimme Kindheit gehabt haben, die höchstwahrscheinlich traumatisiert sind und die nie irgendwie jemanden hatten, mit denen sie mal ernsthaft reden können, die überhaupt gar kein Ziel im Leben haben, sondern die einfach nur irgendwas brauchen, um ihre Hilflosigkeit und ihre Wut in irgendwas zu kanalisieren und um sich stark zu fühlen. Und da fühlt man sich natürlich in einer großen Gruppe hinter einer schwarzen Sturmmaske. Wenn man hinterrücks jemanden angreift, fühlt man sich offensichtlich stark. Das ist ziemlich erbärmlich, aber das ist leider so. Das ist schon seit einigen Jahren sehr extrem für jeden, der versucht, sich irgendwie politisch zu betätigen und dann nicht so Mainstream ist, sondern irgendwie versucht, alternativ was zu machen. Ich habe bisher noch keine Kommune und keine Lebensgemeinschaft mitbekommen, die nicht ab dem Moment, wo Leute von der Antifa drin waren, völlig zerlegt worden ist. Völlig zerlegt worden ist, weil die irgendwann anfangen, sich gegenseitig aufs Maul zu hauen, weil die meistens Drogenprobleme haben, weil die auch darauf nicht klarkommen, weißt du? Und spätestens, wenn sie dann irgendwie sich den Kopf voll Speed oder sonst irgendwas gezogen haben, hauen sie sich gegenseitig die Köpfe ein. Oder spätestens dann, wenn die Drogen alle sind, ja? Es ist einfach so. Es ist traurig, es ist widerlich und es ist total gefährlich. Es zersetzt einfach permanent jegliche Motivation, jegliche gute politische Arbeit, die irgendwie von Leuten gemacht wird, ja. Sobald man und irgendwann, egal was du machst, also wenn du keine Parteiarbeit machst, aber auch wenn du Parteiarbeit machst, wirst du irgendwann an den Punkt kommen, dass ein Antifant vor dir steht und sagt, ja, du musst doch aber auch gegen Nazis oder sonst irgendwas sein. Du musst doch links oder sonst irgendwas sein. Und wenn du einfach sagst, nö, ich möchte eigentlich gegen gar nichts sein, ich möchte für etwas sein, das ist schon der Moment, wo die Antifa dann sagt, okay, dann sind wir gegen dich. Wenn du nicht für uns bist, dann sind wir gegen dich. So, das heißt, du kannst eine ganz friedliche Bewegung machen, die niemanden ausgrenzt, ja. Und spätestens dann, ab dem Moment, wo du sagst, ich will niemanden ausgrenzen, spätestens dann fängt die Antifa an und wirft dir Rassismus oder Antisemitismus vor, weil die dann ja sagen, ja, aber Faschos musst du doch ausgrenzen. So, wenn du aber sagst, ich betrachte Menschen als Menschen, erstmal sind für mich Menschen Menschen, danach kommt vielleicht die politische Einstellung, aber das ist nicht so wichtig, sondern ich beurteile die Menschen nach ihren Worten, nach ihren Taten, nach ihren Handeln und für mich sind alle erstmal Menschen. Und dafür, das geht für die Antifa schon zu weit, ne? Ab dem Moment zum Beispiel, wo irgendjemand ein Pali trägt, ist der für die kein Mensch mehr, sondern Antisemit. Das heißt, dieses Denken und das Handeln und die ganze Struktur von denen ist hochgradig rassistisch, weil es werden Menschen a priori in verschiedene Kategorien eingeteilt und dementsprechend bewertet. Das ist Rassismus in Reinform.
Und das sind die Menschen, die angeblich behaupten, sie wären die Front gegen den Rassismus. Ne? Wie hat mal ein berühmter französischer Mann gesagt, ich habe Angst vor der Wiederkehr der Faschisten, weil sie werden sich nicht Faschisten nennen, sie werden sich Antifaschisten nennen. Und genau das ist nämlich genau das, was hier gerade in Deutschland passiert und überhaupt weltweit. Schaut euch die brennenden Straßen in Amerika an, schaut euch die brennenden Geschäfte in ganz Europa an. So, das hat überhaupt nichts mehr mit Black Lives Matter oder sonst zu tun. Sogar die Black Lives Matter Community hat jetzt mittlerweile gemerkt, dass da mit der Antifa was nicht stimmt. Und wenn man in den internen Chats mal so ein bisschen mitliest auf Telegram, dann sieht man, dass die auf einmal versuchen, sich irgendwie zu distanzieren und jetzt zum Beispiel überlegen, sich alle weiß zu kleiden, damit sie sich optisch von der Antifa abgrenzen, weil die auch keinen Bock mehr auf diese kleinen hirnlosen Steineschmeißer haben, die nichts anderes machen können, außer Dinge, die andere Menschen aufgebaut haben, zu zerstören. Die haben noch nie etwas aufgebaut. Die haben noch nie etwas erschafft, die können mit schönen Dingen gar nicht umgehen. Das sehen wir ja daran, dass die ihre eigenen Stadtteile regelmäßig vor lauter Langeweile zerlegen. Antifa ist der letzte Dreck. Das hat überhaupt nichts mit Alternativen oder sonst irgendwas zu tun. Das ist einfach nur noch nur ein Reste-Sammelbecken. Das, was früher die Nazis waren, die frustrierten Leute, die Bock hatten, irgendjemanden aufs Maul zu hauen, weil sie gar nichts anderes wissen, das ist jetzt die Antifa. Das ist einfach so. Die sind viel gefährlicher geworden mittlerweile. Und dagegen muss man eigentlich auch mal langsam aufstehen und vorgehen. Ich meine, die stand ja sogar schon bei mir vor der Tür. Ich war mein Leben lang linkspolitisch aktiv, aber ich habe mir halt nicht das Maul verbieten lassen. Und ich bin auch nicht bereit, irgendwie zum Beispiel. Ja, zum Beispiel die Tatsache, dass man nicht mehr real kritisieren darf. Zum Beispiel, natürlich gibt es kriminelle Ausländer und Migranten. Natürlich gibt es die. Es ist Schwachsinn, irgendwas anderes zu behaupten. Es gibt in jeder Gesellschaftsschicht kriminelle Menschen. Weißt du? Wenn das jetzt einer von der Antifa hört, ab dem Moment bin ich schon ein Nazi und es gibt einen Grund, mir aufs Maul zu hauen, weil ich das gewagt habe zu sagen, dass nicht alle Immigranten Heilige sind. Leute. Und damit, das wird nämlich zum Beispiel total gefährlich. Dann passieren nämlich so Sachen wie jetzt mit dem George Floyd, dass jemand, der ein Straftäter ist, der zu seiner Verhaftung bis Oberkante, Unterlippe voller Drogen war und wegen einer Straftat verhaftet wurde und schon mal einer Schwangeren eine Knarre an den Bauch gehalten hat, weißt du, und deswegen 5 Jahre im Gefängnis saß, auf einmal zum Heiligen hochstilisiert wird. Sowas darf nicht passieren. Wir müssen realistisch bleiben. Wir müssen die Leute anhand ihrer Taten, ihrer Worte und ihrer Handlungen beurteilen und nicht anhand ihrer Herkunft. Das ist ja Rassismus. Andersrum. Das heißt, sobald jemand irgendwie zum People of Color oder ein Farbiger ist oder ein weiß ich nicht, oder ein Transgender ist, darf ich den nicht mehr kritisieren, weil der ist, dann darf ich ihn nicht mehr anfassen. Wo kommen wir denn dann hin? Wisst ihr, wie gefährlich das ist? Das ist quasi, ne? Das ist Meinungsfaschismus, was hier in die Welt gebracht wird. Und dieser Meinungsfaschismus, ne? Dass andere Meinungen nicht zugelassen werden, das kommt auch durch die Antifa. Das kommt durch diese Denkweise. Und das haben wir jetzt auch in den Medien. Das blockiert die politische Arbeit von normalen Menschen in Deutschland, auch auf der ganzen Welt massiv. Die Menschen haben mittlerweile Angst, gegen das System aufzustehen, weil sie sonst im Fokus der Antifa landen. Das heißt, die Antifa ist schon längst zum verlängerten Arm des Systems geworden. Jeder, der irgendwie dem System nervt, dem gibt man nur, dann setzt man die Antifa drauf an und sagt, ey, der könnte antisemitisch sein und so. Und dann sagen die, ja geil, jemandem, dem wir aus dem Maul hauen können. Dabei wissen die überhaupt nicht, von wem sie da instrumentalisiert werden. Das ist total gefährlich. Und ich bin schwer dafür, dass das jetzt mal langsam endlich verboten wird. Das kann doch nicht sein. Weißt du, sämtliche Demonstrationen irgendwie, die friedlich sein sollten, die für etwas sind, die werden von diesen Leuten, die nur Anti, also gegen, also Zerstörung im Kopf haben, übernommen und kaputt gemacht. Weil die sind mittlerweile gut organisiert, die stehen dann mittlerweile immer in größeren Gruppen da und das geht ganz schnell, dass die irgendwas übernommen haben. Und wie gesagt, ich habe das in meinem Leben. Ich war sehr lange, habe eigentlich nur alternativ gelebt und sobald die Antifa in irgendwelche Wohnprojekte oder Kommunen reinkamen, wurden sie zerlegt, weil die nichts anderes zulassen und letzten Endes, selbst wenn irgendwann mal alles so wäre, wie sie es würden, dann würden sie sich langweilen, weil sie ja niemanden hätten, wo sie ihren Frust drauf ablassen können, dann würden sie sich das nächste Feindbild suchen, weil die nichts anderes können. Die sind verrückt, das sind wirklich Verrückte und die müssen gestoppt werden. Das ist, kann nur dringend der Politik und auch der Polizei und allen Leuten raten, Leute, stoppt die. Muss das jetzt sein? Ja, weil
weil die Stadt Seattle gerade von der Antifa übernommen wurde. Teile der Stadt Seattle. Und da gibt es nur noch Aha, Vergewaltigungen. okay, ich habe hier gerade was ganz Aktuelles. Teile der amerikanischen Stadt Seattle wurden von Aktivisten übernommen und abgeriegelt. Es gibt dort keine Polizei und keine Feuerwehr mehr. Mit vollautomatischen Schusswaffen und bewaffnete Gangs patrouillieren die autonome Zone, erpressen Schutzgeld von Geschäften, schlagen Bürger zusammen, die ihren Anweisungen nicht folgen. Die Polizei außerhalb der Zone erhält Anrufe wegen Morden und Vergewaltigungen, wurde aber angewiesen, das Gebiet nicht zu betreten und überlässt die Bürger ihrem Schicksal, während die demokratische Bürgermeisterin sich auf die Seite der Demonstranten stellt und deren Forderungen auf Pressekonferenzen wiederholt. Ja, so sieht es nämlich aus, wenn die Antifa an der Macht ist. Das hat nichts mehr mit Black Lives Matter zu tun, Leute. Das sind unzivilisierte, zerstörte Seelen, die da von dieser Organisation abgegriffen werden. Es ist vom Prinzip genau dieselben Leute, die vorher von den Faschos abgegriffen wurden, die werden jetzt von der Antifa abgegriffen werden. Genau derselbe Schlag Menschen. Du kannst sie auch gar nicht mehr unterscheiden. Wenn du dir eine Faschodemo anguckst, die sind auch alle ganz in schwarz. Das kannst du nicht mehr unterscheiden, weil es sind dieselben Schlag Menschen, der da rumrennt. Leute, passt auf mit der Antifa. Haltet euch davon fern. Wenn ihr bei der Antifa seid und meint damit irgendwas Gutes zu tun, Leute, raus aus der ganzen Sache. Das ist schon längst vom System gekapert werden. Der Name George Soros ist da auch wirklich sehr wichtig in dem Zusammenhang. Das Ganze ist schon längst instrumentalisiert worden. Es ist hochgefährlich und das Ganze muss definitiv gestoppt werden. Und auch durch dieses Video mache ich mich jetzt da sehr angreifbar. Könnte durchaus sein, dass die Antifa jetzt demnächst bei mir vor der Tür steht. Aber das ist egal. Das muss gesagt werden. Es muss aufhören mit der Antifa. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Passt auf, ne? Und lasst diese Idioten hier nicht an die Macht kommen. Die werden uns alles kaputt machen. Und am Ende haben wir dann den Polizeistaat, gegen den die angeblich sind. Weil genau das ist das, worauf das hinläuft. Wenn die Menschen anfangen, ihre eigenen Sachen kaputt zu machen, sich gegenseitig zu vergewaltigen, sich gegenseitig umzubringen vor lauter Langeweile, dann muss der Staat eingreifen und dann wird er einen Polizeistaat errichten. Oder wir haben dann bald so No-Go-Areas wie in Seattle, wo Frauen auf der Straße vergewaltigt werden. Na, wenn ihr das möchtet, bitteschön. Ich möchte es nicht. In diesem Sinne, bleibt wachsam. Bis dann. Tschüss.